Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht, ich bin unterwegs und das aus gutem Grund. Ich bin nämlich arbeitstechnisch unterwegs, deswegen auch nicht das übliche schwarze T-Shirtchen wie sonst üblich, sondern eine Arbeitskleidung. Ja, ich bin heute unterwegs in Zürich gewesen zu einer Ausbildung und Fortbildung. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, warum erzählt der Trottel den ganzen Scheiß, interessiert ja keinen Arsch. Es hat einen Grund, warum ich das mache. Und zwar möchte ich euch gerne ein Produkt vorstellen, das ihr eventuell schon kennt. Es ist ein Produkt, wo man im Prinzip zu den mobilen Grills, also zu mobilen, zählen kann. Naja, um was geht es? Es geht um den BioLite Camp Stove mit dem zusätzlichen Grillaufsatz. Ich habe mir diesen vor einigen, ja, einige Jahren ist ein bisschen übertrieben, vor knapp anderthalb Jahren mal gegönnt und habe ihn dann auch intensiv im Einsatz gehabt. Jetzt machen wir ein bisschen leiser da. Intensiv im Einsatz gehabt. Und naja, was ist das, was kann das Ding? Das ist im Prinzip die Idee dahinter, die gefällt mir sehr gut. BioLite ist eine amerikanische Firma, die vor einigen Jahren über Kickstarter gegründet wurde. Und die hatten die Idee, das Ziel, ein Produkt zu entwickeln, mit dem man heizen kann, kochen kann und gleichzeitig elektrischen Strom produzieren kann. Und das war im Prinzip eigentlich für die Welt gedacht. Und aus diesem großen, im Prinzip für den Heimgebrauch, den Ofen, wurde dann der kleine Camp Stove entwickelt. Und wie der funktioniert, das zeige ich euch dann jetzt, sobald wir bei der nächsten Gaststätte bzw. bei der nächsten Pausenmöglichkeit rausfahren können. Ja? So sieht das Ganze aus, wenn man es auspackt. Also wir haben hier einmal zur rechten Seite, wir fangen einfach mal an, hier die Verpackung vom BioLite Camp Stove. Dann haben wir hier den Camp Stove selber. Innen drin das Modul, dazu kommt er noch später. Und ein Ladekabel für das Modul. Für was das ist, erkläre ich euch gleich. Dann haben wir hier den Grillaufsatz und ihr seht schon, der ist schon ein bisschen schmutzig und schon ein bisschen gebraucht. Also der ist wirklich intensiv gebraucht worden in den letzten Jahren, Monaten. Und deswegen hat er schon ein bisschen eine Patina. Also ihr müsst einfach das so vorstellen, dass da alles noch schön clean ist und alles schön neu ist, wenn ihr das kauft. Was wir jetzt schon feststellen können, ist, da dieses Blech hier tendiert, und wenn ihr das Ganze genau anschaut, tendiert dazu, sich ein bisschen zu verformen. Es ist leider so, normalerweise müsste das eigentlich hier so sein, aber das kann natürlich sein, dass du die Hitze dich das verformt. Wenn ihr jetzt genauer hinschaut, gibt es hier noch ein Zwischenblech und das hat folgenden Grund, nämlich, das seht ihr nachher, hier, ihr setzt das Teil dann hier drauf, es gibt dann hier unten zwei Füßchen, die man auseinanderfalten kann und hier ist im Prinzip dann die Öffnung, wo man Holz rein tun kann. Und um das geht es. Dieser Grill wird mit Holz befeuert und hier hat man eine Möglichkeit, dann Holz nachzuschieben. Und wenn man den das jetzt mal ein bisschen dreht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich gehe jetzt ein bisschen näher dran. Wenn man hier schließt, dann geht die Flammen nicht hier hoch, sondern die Flammen gehen in diese Richtung. Und dafür ist dieses gelöcherte Blech da. Das ist im Prinzip so eine Hitzeleitung, damit die Flammen dann nicht direkt auf das Fleisch kommen.
So viel zum Grillaufsatz. Und ihr seht hier, so, das ist im Prinzip der Deckel und das ist hier das Teilchen ist dann zum unten anmachen, damit das dann auch hält. Kommen wir zum eigentlichen Stück, nämlich den Campstove von BioLite. Das Produkt hier, wenn wir das mal voneinander nehmen, hat eine Besonderheit, nämlich man kann darin Feuer machen, man kann es auch zum Heizen aufnehmen, also es entwickelt sich auch Hitze. Und das Dritte und Besondere daran ist, man kann damit auch Energie erzeugen. Jetzt denken wir, wie geht denn das? Also im Prinzip fangen wir ganz einfach mal an. Wenn ihr hier den Campstove nehmt, dann seht ihr hier, der hat hier, jetzt machen wir ein bisschen auf da, hoppala, hat eine Art Kamineffekt. Der würde jetzt aber sagen, ja Moment, da hat ja unten hier keine Löcher, aber da kommt im Prinzip dann schon dieses Teilchen hier zur Anwendung, weil das hier ist im Prinzip das Herzstück der ganzen Geschichte. Hier drin ist ein Ventilator verbaut, hier drin ist auch ein Akku verbaut. Und wenn ihr jetzt fragt, okay, ja, Akku und Dings und Lüfter, ist ja klar. Wenn man es hier umdreht, hat man das Gegenstück. Also der Lüfter passt hier hinein. Das heißt, der erzeugt hier einen Wirbel und dadurch entsteht der Kamineffekt. So, hier oben gibt es dann noch das besondere Teilchen hier, ist nämlich ein Kupferfühler, sage ich jetzt mal. Und der wandelt die Hitze des Feuers in Energie um und speist damit den eingebauten Akku. Das ist richtig geiles Zeug und ich sage es euch, es funktioniert. Ich habe das Teil seit einem Jahr wirklich in Betrieb und ich musste das eigentlich fast noch nie aufladen. Also vielleicht ein oder zwei Mal. Und jetzt fragt ihr, ja, wie geht das zum Aufladen und warum muss man das aufladen und warum dieses Kabel hier? Tja, es gibt nämlich hier einen USB-Anschluss und der ist nicht nur zum Laden da, sondern auch zum Entladen. Ergo, ihr könnt euer Handy dran stecken, das Feuerchen machen und euer Handy laden. Und auch noch den Campstove in Betrieb lassen. Hier gibt es einen Einschaltknopf und es gibt zwei Stufen. Die Stufe Low und High, das bezieht sich auf den Lüfter. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man es zusammengesetzt hat. Wie schon gesagt, hier sind die zwei Standfüßchen, die sich ausklappen lassen. Und wenn man das mal ganz anschaut, so, ich hoffe, ich sehe das jetzt noch scharf, dann seht ihr hier, dass das hier innen aufliegt und bündig ist. Und so kann man es im Prinzip dann starten, indem man hier den Deckel aufmacht. Hier ist Vorsicht geboten, sobald das Ding in Betrieb ist und das Ding wird nämlich richtig, richtig heiß. Also danach bitte nur noch mit einer Zange oder mit einem Messerchen anfassen, weil das Ding ist wirklich dann wirklich heiß, speziell wenn man danach dann hier zumacht. Dann wollen wir das Ding mal anfeuern, nicht? Was ich hier habe, ist so die Anzünddingerhilfen, die ihr kennt. Da habe ich jetzt zwei, drei reingeschmissen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, wahrscheinlich nicht. So, und dann hauen wir das jetzt auch mal rein. Und dann ein bisschen warten, bis es mal brennt. Vielleicht eine Minute oder zwei. Und dann erst mit das Ding hier starten. Am besten beim Starten das Gerät, den Deckel hier offen lassen, damit er genug Zug bekommt. Und dann kann man eigentlich schon anfangen zu grillen. So, jetzt brennt das ein bisschen schon. Und jetzt kann man eigentlich hier schon einschalten. Und jetzt seht ihr schon, wie das hier
ihr lodert bzw. schon den gewissen Effekt gibt. Ja? Wir haben hier natürlich auch ein Stückchen Fleisch mitgebracht. Nicht Puten, sondern Poulet-Fleisch. Ganz einfach, nichts Besonderes, schon ein bisschen vorgesalzen. That's it. Jetzt hauen wir das mal drauf. So, und hier seht ihr eigentlich schon das kleine Problem, was der ein oder andere eventuell hat, nämlich die Größe des Grills. Hier passt wirklich nicht allzu viel drauf. Wer meint, dass es jetzt für eine ganze Familie geht, würde ich vergessen. Das könnt ihr knicken. Also das sind jetzt zwei wirklich ganz normale Pulli-Brüstchen, nichts Besonderes. Aber ihr seht, hier ist jetzt schon voll. Also wenn ihr die Videos gesehen habt, da vom Beileid selber, ist für mich Humfug. Aber was natürlich geht, was gut ist, man kann dieses Teil als Tischgrill nehmen. Ja? Weil, wie ihr seht, es spritzt hier gar nichts. Es raucht zwar jetzt ein bisschen, weil ein bisschen viel Öl drauf ist, aber es spritzt nicht, es gibt keine Flammen, nichts. Und ja, wer viel unterwegs ist, dem könnte das eventuell helfen. Jetzt schauen wir mal, dass wir diese Fleischstücke nicht verbrennen, sondern gut knusprig kriegen. Also nur mal zum Zeigen, wenn man das Ding offen hält, ist, da kommt schon ordentlich Flamme raus. Also das ist schon, das Ding ist nicht zu unterschätzen. Also da gibt es richtig ordentlich Hitze. Und wie schon gesagt, wenn ihr nachfüllen müsst, dann bitte nur mit einem Messer oder mit einer Zange. Ansonsten wird das eine verdammt heiße Geschichte. Jetzt sind die Dinge eigentlich fertig und jetzt fragt ihr euch, warum sind die so schwarz? Ich habe leider Gottes einen Fehler gemacht und zwar wirklich, ich habe die Meinung, dass diese Anzündhilfen nicht rußen, aber leider rußen es halt trotzdem. Also ansonsten, wenn ihr das anzünden wollt, nehmt vielleicht irgendein Holz, wo herumliegt, am besten ein trockenes Holz und feuert damit dann. Also das ist jetzt ein Fehler von mir. Mea culpa, aber ansonsten funktioniert das Ding eigentlich sehr, sehr gut. Ja, mein Fazit dazu, also ich habe das Teil seit gut, ich weiß nicht, 1,5 Jahren mindestens schon in Betrieb. Und früher eher mehr in Betrieb gehabt, jetzt ein bisschen weiter weniger. Für mich als Einzelperson perfekt gedacht. Ihr habt es gesehen, die Grillfläche ist ausreichend, um zwei so Poulet-Brüstchen auf die Grillfläche zu legen. Für mehr reicht es definitiv nicht. Also für eine ganze Familie, no way. Und für Leute, die sich 1,5 Kilo Steaks oder Porterhouse Steaks gönnen, ist das Ding eigentlich auch nicht wirklich gedacht. Aber was es natürlich ist, es ist in diesem Sinne einzigartig. Es ist ein Gerät, mit dem man kochen kann, das Strom erzeugt und mit dem man auch grillen kann. Ich glaube, das ist in dieser Art und Weise ziemlich einzigartig. Und das war auch eigentlich ein Grund für den Kauf, weil es zum einen für mich zum Grillen reicht und zum anderen eigentlich ja auch für also gute Qualität abgibt. Also das Fleisch ist normalerweise nicht so schwarz. Wie schon gesagt wurde, ich habe den Fehler gemacht, dass ich da diese Anzünder genommen habe, die ein bisschen rußen. Ansonsten ist das Fleisch eigentlich ganz normal durch gewesen. Ihr habt das gesehen, also wirklich kein Problem. Ja, ich kann das Ding jedem empfehlen, der unterwegs ist, der mit maximum 2 Personen unterwegs ist und der gerne ein bisschen was Fortschrittliches an Technik bzw. an einem Sportgerät mit sich hat. Ja, in diesem Fall danke ich euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Bericht gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den YouTube-Channel, falls es euch gefallen hat. Kommentare sind selbstverständlich hier herzlich willkommen. Falls ihr Fragen zum Produkt habt, einfach hier stellen. Ich habe auch einen kleinen Blog, www.dergrill.de.
grillde.de, also der-grillde.de. Da blogge ich in verschiedenen Abständen. Da wird es natürlich dazu auch einen schriftlichen Blog dazu geben. Tja, das war's von mir. Euer Grilldepp wünscht euch ein schönes, erholsames Wochenende oder auch einen schönen Tag. Genießt die Sonne, falls sie dann scheint, wenn ihr das Video anschaut. Und that's it.